Grüß Gott. So, wo ist der? Der Einsatz meines Lebens. 9,5 Monate Wahlkampf haben wir jetzt, insbesondere Sie jetzt hinter sich. Was machen Sie am 5. Dezember? Das hängt vom Wetter ab. Entweder Mountainbike oder Rudergerät. Die Stimmung im Wahlkampf sehr gut. Es ist also nicht nur das Thema, Zentralfriedhof, sondern auch ganz Tor. Besonders am Land. Wo die ich würde nie sagen, wenn ich die Wahl gewinne, so und jetzt die Grünen dürfen niemals regieren, sondern das werden die Wähler entscheiden. Das ist die Entscheidung, die getroffen werden muss und das ist der große Unterschied. Was kann er besser als Sie? Er kann besser wandern. Ihr größter Fehler in der Politik, gerne auch im Wahlkampf. Ist im Wahlkampf oder insgesamt? Sowohl als auch. Also ich muss Ihnen sagen, es hat in diesem Wahlkampf keine echten Fehler gegeben. Man darf nicht vergessen, ich hatte 8% in den Umfragewerten. Also wenn man es da schafft, aus dieser Position diese Ergebnisse zu erreichen, dann gibt es nichts, wo man sagen muss, das war jetzt falsch. Im Wahlkampf wird Ihnen jedenfalls sehr häufig nachgesagt, oder hängt Ihnen nach, der Satz aus der ersten OF-Runde, Sie werden sich noch wundern, was noch geht. War das nicht ein Fehler? Es ist nicht so angekommen, wie ich es gemeint habe. Ja. Wie elitär sind Sie? Elitär. Ich war einmal in einer kleinen elitären Gruppe, als ich nämlich eine Schule besucht habe, die aus ganz Österreich nur 36 Personen aufgenommen haben, nämlich die Flugtechniker. Da haben wir uns sehr wichtig gefühlt damals, wir Flieger. Aber wenn Sie Mitglied in einem Orden sind, es ist der St. Georgsordner, der auf seiner Website schreibt, der Orden ist elitär, Punkt. Dann sind Sie ja derjenige Orden, Kandidat, der elitär ist. Das ist richtig. Die Aula, die de facto ein FPÖ-Magazin ist, jedenfalls findet sich in einer Ausgabe, finden sich vier Inserate von freiheitlichen Politikern oder der FPÖ. Wenn Sie Musik hören, CD, MP3 oder Vinyl? Ja, MP3. Ich hoffe, Sie gewinnen. Danke, das ist sehr nett. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Weil wir uns das gekriegt haben, das dritte Mal. Ja. Dankeschön. Weil das, was Sie gesagt haben, war spitze. Danke. Und schuld sind eigentlich immer nur die ganzen Reporter. Was ist das Geheimnis von NLP? Ich arbeite hier nicht mit NLP. Hoffentlich gibt es nicht noch eine Wiederholung, dann müssen wir noch einmal fragen.